Auf Bescheid, wenn du wieder aufnimmst, ne? Ich würde jetzt wieder anfangen. Ja. Gut, dann. So, wir sind jetzt hier schon mal nach Tython gereist, weil das ist ja schon ein kleines Stück immer über die Raumstation und so weiter und so fort. Das müsst ihr ja nicht mitkriegen. Und jetzt sind wir hier vor der Instanz, wo wir dann im Endeffekt reingehen. Aber der Drache wollte noch irgendwas erwähnen. Genau. Ihr habt ja eben die Gespräche mit Zenith, mit Zenith oder Zenith, je nachdem, wie man ihn jetzt aussprechen möchte, mitbekommen. Zenith Und nenne ich ihn. ja, ich nenne ihn Zenith von daher. Und er hat ja einen gewissen Greystar. Grauen heißt er, glaube ich, Der grauer graue Stern. Stern, ja, Genau, das den ist grauen diese Stern Gruppe. erwähnt. Das ist auch wieder eine von diesen schönen Überschneidungskomponenten, weil Zenith hat ja gesagt, dass die Tagebücher durchaus seltsam sind und auch gewisse Anordnungen vom grauen Stern seltsam wurden, richtig? Weiß ich nicht, aber er hat irgendwelche Tagebücher besorgt vom Grauen Stern, indem er irgendwen in den Fuß geschossen hat. Das weiß ich noch. Ich sehe schon, ja, ihr seht schon, Graham hört richtig gut zu. Nein, also er hat durchaus erwähnt, dass die strange sind, seltsam auf irgendeine Art und Weise. Und sie sind seltsam aus dem Grund, dass als Agent die Storyline auf Belmora und Belmora auf Imperiumsseite spielt man vor, also zeitlich gesehen, vor Wird mein dem Können Zeitpunkt, gebraucht? wo man als Republikaner auf das Ding runterkommt, dass man als Agent den grauen Stern finden muss, sprich man infiltriert die Widerstandsbewegung, findet den grauen Stern und ersetzt ihn durch einen imperialen Doppelgänger. Okay, ich verstehe. Gut, dann arbeitet man sozusagen als Böse auf der imperialen Seite halt gegen die Storyline der anderen. Das ist schon gar nicht so unwitzig gemacht. So, aber ich werde jetzt mal schnell in meinen komischen, in meine Instanz hier rein mich begeben und mit den Nötikons reden. Vielleicht fällt dir dann diesmal auch Bastila Shan auf, die, ne? Groß, 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 Großmutter von unserer Chefin. Aha. Die damals mit Revan unterwegs und so. Du hast nie KOTOR gespielt, ne? Nee. So, fragen wir mal Hallo. Erkennt ihr mich? Kuckuck. Ein kaputtes Gefäß befreit nur seinen Inhalt. Euer Gesicht kommt mir bekannt vor. Obwohl euch das Leben gezeichnet hat, seit wir euch in das Schutzritual eingewiesen haben. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich spüre, dass die Sith hinter unserem plötzlichen Abtauchen in die Dunkelheit stecken. Ihr verdammten Sith. Augenblick, Meister Aka. War das Schutzritual erfolgreich? Hat es eure Meisterin gerettet? Ja, danke. Yuan Par lebt. Und es geht ihr gut, weil ihr mich gelehrt habt. Das sind ganz ausgezeichnete Nachrichten. Und jetzt sagt uns, was euch hierher geführt hat. Stunden Dann sucht später. ihr also eine Armee, die die Republik vor ihren Feinden schützen kann. Das ist ein Rätsel. Sogar für uns. Aber nicht unmöglich, Meister Tares. Die alten Rakata rühmen sich in ihren Aufzeichnungen damit, eine schlafende Armee gefangen genommen zu haben. Soweit ich mich erinnere, haben die Rakata einen Großteil der Galaxis erobert und versklavt, bevor sie ausstarben. Die Übersetzung? Oh, das ist faszinierend. Anscheinend haben die Rakata diese Armee in Stasis unter der Oberfläche eines Planeten eingeschlossen. Aber die Aufzeichnungen sind leider unvollständig. Es ist nicht bekannt, um welchen Planeten es sich handelt. Vielleicht können wir die Position des Planeten aus den übrigen Aufzeichnungen ableiten. Es kommt eine erlöschende Nova im Nachthimmel vor, während des Gefängnisbaus. Na In dann. diesem Zeitraum? Dann ist es irgendwo im Midrim. Aber uns fehlt noch eine Koordinate, um den Standort festzulegen. Hier. Ein Monument proklamiert unseren Sieg. Und das hier ist der Rakata-Ausdruck für Hoth. In diesem Monument auf Hoth ist die letzte Koordinate zu finden. Aber seid vorsichtig. Die Rakata schützen ihre Monumente vor Feinden und aufständischen Sklaven. Die Wächter könnten immer noch aktiv sein. Danke für all die Hilfe. Ihr habt eine große Tat vollbracht.
indem ihr uns wiedererweckt habt. Wir müssen unsere Energie aufsparen und ihr müsst eure Armee finden. Möge die Macht mit euch sein und mit der Republik. Yay, so, dann müssen wir nach Hoth wieder. Das ist richtig. Dann werde ich mal schnell zu meinem Schiffchen rasen. Aber du bist doch auf deinem Schiffchen, oder? Nee, du bist schon auf deinem Schiff. Nee, ich muss jetzt, ich habe doch gerade erst mit den Nöticons gelabert. Ja, da war ich, nur Etikons, da war ich ja vorher schon. Nein, während Graben zu seinem Schiffchen rennt, Felix Iresso hat ja einen gewissen Lieutenant Jorgen erwähnt, ne? Der befördert wurde zum Spezialisten. Nein, das ist Les. Nein, das ist Les. Sein Trainingsoffizier auf Ort Mantel. Ja, mag sein. Ja. Hat er auf jeden Fall. Und auch hier, das wäre dann, glaube ich, die letzte Überschneidung für heute. Lieutenant Jorgen ist der Ausbilder, den man als erstes trifft, wenn man einen Trooper spielt. Und es ist auch der erste Trooper-Gefährte. Okay. Und weil er ein Trooper ist, wurde er natürlich auch von dem ausgebildet. Also Trooper und Jedis werden fangen ja auf Typhon an und Trooper und Schmuggler fangen auf Ort Mantell an. Okay. So, er sagt mir Reise nach Hoth, das machen wir jetzt schnell. Hoth ist auch im Middle Rim, ne? Nee, unten. Unten, alles klar. Ach, da bist du schon. Einmal schnell Gas geben. Rum. Ja, also ich finde solche Sachen immer sehr, sehr nett gemacht, einfach damit man auch die Konnektivität dieser einzelnen Charakterklassen sieht. Ja, die haben sich ja auch schon was dabei gedacht, dass man alle möglichen Charaktere auch spielen kann und die unterschiedliche Storys haben. Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es von daher nett, weil wenn du den Trooper spielst, also Trooper war neben dem Botschafter einer meiner ersten Charaktere, und da fällt, die wird dann halt gesagt, dass Lieutenant Jorgen derjenige ist, der für alle Rekruten zuständig ist, weil, um mal ganz kurz ein bisschen Backstory zu geben, als Trooper fängst du als Rekrut für eine Special Ops an. Ah, okay. Und Jorgen ist prinzipiell derjenige, der dafür sorgen soll, dass du den letzten Schliff erhältst, bevor alles, wie das halt so ist, ne, bis die Derby geht. Bis alles den Bach runtergeht. Und der Krieg beginnt. Wir sind ja jetzt im Krieg. Ja. Ja, aber so ein bisschen erinnert mich das so an die Story von den ersten Episoden, wo er da auch diese Klonarmee sucht, ne? Ja. Und also diese Klonarmee halt für die Republik besorgt. So eine leichte Überschneidung. Ablenkung ist der Fluch. Ja, so ein bisschen. Fand ich auch. Also ich muss sagen, ich finde diesen Spionage-Intrigue-Element was bei dieser Sache jetzt dabei ist, eigentlich sehr, sehr schön. Wenn man sowas mag, kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, die Agentin-Storyline zu spielen. Ich persönlich finde sie mit einer der besten, die man spielen kann, weil es ist wirklich James Bond 2.0 richtig geil. Aber fürs Imperium. Irgendwas ist immer. Das böse Imperium. Wer will denn fürs Imperium arbeiten? Ich? Die sind alle irre. Die sind wirklich alle irre. Nein, meine, die Jedis klar. Sind auf eine andere Art irre, aber die gefällt mir besser. Naja, jein, das ist nicht so ganz wahr. Also du kannst, das sagten wir ja auch schon in früheren Videos, man kann auf der Imperium-Seite natürlich auch gut sein. Es macht für mich persönlich auch sehr häufig viel mehr Sinn, da gut zu sein als ihr. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man auf der Imperium-Seite gespielt hat, kann ich durchaus nachvollziehen, warum die Leute sich fragen, wie es sein kann, dass die Republik im Moment am Gewinnen ist. Gewinnt denn die Republik? Naja, also... Im Endeffekt? Oder gibt's ein Ende? Gibt's einen Sieg? Jein, also es ist ja de facto erstmal so, dass... wir ja in dem Zeitraum ist, wo das Empire gerade wiedergekommen ist. Eigentlich. Und wir sind prinzipiell nach dem Sacking von Coruscant. Weißt du, was das Sacking of Coruscant ist? Nö. Sacking of Coruscant war militärisch gesehen eine geniale Attacke, weil da haben schlichtweg mal hat eine Strike Force von den Imps und gerade zurückgekehrten Sith schlichtweg die
Heimatwelt, also Coruscant, gesagt. Übernommen. Ja. Darum ist der Jedi-Tempel kaputt. Kann man sich zum Beispiel auch als Trailer-Video anschauen, wo Darth Malgus mit seinem Schiffchen da und den anderen Sith in den Tempel reinschlägt. Und, ne? Havoc, Terror so. Und so weiter. Ich bin jetzt bei dieser Höhle angekommen. Muss ich hier irgendwie kämpfen? Du bist schon bei der Höhle angekommen. Hammer. Ja, ich soll doch hier so ein Monument finden, oder nicht? Du hast dich wieder geportet. Ne? Ich bin noch nicht bei der Höhle angekommen. Ja, ich hab mich geportet, weil ich dachte... Ich also, es geht schneller. Ja. Ich kann eine gefrorene Höhlenwand entdecken. Ich habe doch ein Lichtschwert. Kann ich doch alles freischneiden, wenn es nur Eis ist. Nee, also da muss man sagen, das ist schon durchaus sehr interessant gemacht. Aber wie gerade schon sagte, auf der bösen Seite haben sehr viele Leute einen ganz großen Schatten. Nee, ne? Jetzt hast du mich nicht wirklich hier runtergeschmissen. Wie kommt man da denn jetzt ganz geschickt wieder hoch? So. Hast du unerwartete Probleme, oder wie? Nein, ich bin nur runtergestupst worden von dem Blödmann. Da musste ich mich dann wieder hochbacken. Holla, Bug-User hier! So, hinten über die, aber der schubst, ist ja doof. Ah. Da ist er, Asche. So, scheint, man könnte ein paar Hiebe mit dem Lichtschwert, sag ich doch. Einfach ein paar Hiebe mit dem Lichtschwert. Als randaliert bist du gewonnen, oder was? Genau. So, mit einem Schlag alles gekillt. Oh, ich hab Telefon. Oder? Neue Initialisierung, Funktion wiederhergestellt. Willkommen, Sklave. Haben eure Meister zu euch zum Unterricht geschickt. Ich sag mal, irgendwie schon. Ich wurde jedenfalls von Meistern hierher geschickt, um Informationen zu bekommen. Ich existiere, um den Ruhm der Konstrukteure und des unendlichen Reichs zu proklamieren, indem ich die Inhaftierung der Eschka aufzeichne. Du meinst die schlafende Armee. Mein Interesse ist geweckt. Eschka, eine feindliche Spezies, die versuchte, alle anderen empfindbaren Wesen zu zerstören. Die Versuche der Eschka, die Galaxis von anderen Spezies zu säubern, waren eine Beleidigung gegen die Konstrukteure. Manche Eschka behaupten, dass sie die Säuberung nicht gutheißen würden, aber die Konstrukteure waren zu klug für ihre... Na, Eschka wurden vernichtet, erobert, unterworfen, die gesamte Spezies wird in Stasis gesperrt, wach, um ihre Taten überdenken zu können. Das ist aber nicht nett. Das ist absolut furchtbar. Das ist wirklich übel. Logikfehler. Wie könnt ihr die Gnade der Konstrukteure verstehen? Die Eschka klingt nach Ärger. Aber mit ein bisschen Führung vielleicht Ärger für das Imperium? Die Sterne weisen den Weg zum Gefängnis der Eschka. So können sich alle an den Errungenschaften der Konstrukteure erfreuen. Alles klar. Anweisung beendet. Ich habe nun wieder genug Kapazitäten für die mentale Konditionierung weiterer Sklaven für die Konstrukteure. Wer auf mich zugreift, wird dienen. Du willst also Leute einer Gehirnwäsche unterziehen? Alle Wesen dienen freudig dem unendlichen Reich. Dafür werde ich sorgen. Ja, dann werden wir das beenden. Die Grausamkeit des unendlichen Reichs wird nicht wieder aufleben. Logikfehler, Sklave. Sofort beim Aufseher zur Exekution melden. Alles klar. Tschüss. Nix mit Exekution. Dann benutzen Sie das Intercom deines Schiffs, alles klar. Das heißt, jetzt müssen wir wieder zurückreisen. Wo war denn das nochmal? War das hier? Ich glaube, der war das. Schnell zurückgeportet.
Wo? Da ging es rein. Warum begehe ich hier gerade so ein bisschen Harakiri? Oder warum fahre ich jetzt mit der Lichtlanze hier ausgefahren rum? Das ist so alterliches Ritterspiel, was ich hier machen kann. Das ist gut. Ab und zu sind hier ein paar schöne Bugs drin. Das ist wahr. Die sind dann keine Bugs mehr, sondern Features. Ja, das ist auf jeden Fall ein Feature hier. Da kann ich so ein mittelalterlicher Ritter spielen hier mit meiner Lanze auf meinem Fahrzeug. Nimm das, Druide. Jetzt habe ich hier ganz viel Spaß, aber weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Fähre Hoth Orbitalstation, das. Da steht sie, dick und fett. Eigentlich kaum zu übersehen. Auf ins Schiff. Wenn ich Rechtsklick auf die Leiche mache, dann kann ich jemanden wiederbeleben. Vielleicht sollte ich das mal... Das funktioniert aber nicht im echten Leben, also müsst ihr nicht probieren. Genau, der Rechtsklick klappt nicht. So, Intercom, was hast du mir zu sagen? Ja, ist ja gut. Der C2N2, der nervt die ganze Zeit. So, wir haben die Steuerkoordinaten des Monuments in einem Navigationscomputer eingegeben und wahrscheinlich was rausbekommen. Ein paar Antworten bekommen. Die Welt nennt sich Belsavis. Belsavis, aha. Die Eschkar sind nicht allein dort. Die Republik nutzt Belsavis als Hochsicherheitsgefängnis. Ja, die werden sich noch wundern. Ich frage mich, ob diesen Häftlingen bewusst ist, dass sie auf einer ganzen Armee sitzen. Das macht mir weniger Sorgen, Jedi, aber die Kreaturen wurden nicht ohne Grund eingesperrt. Die Rakata haben es gewagt, auch nur einen einzigen... die Rakata haben es nicht gewagt, auch nur einen einzigen Eschkar in Freiheit zu belassen. Und ihr wollt eine ganze Armee loslassen. Wenn die Eschkar rebellieren, wandern sie einfach wieder zurück in Gefangenschaft. Aber wenn nicht, gewinnt die Republik mächtige neue Schocktruppen. In Ordnung, das erscheint mir sehr gefährlich, aber ich vertraue euch. Mach das mal ruhig, kannst du ruhig machen. Diese Eschkar rasch finden. Ich denke, sie waren lange genug eingesperrt. Ja, Wahnsinn. Wir haben so schnell eine Armee gefunden, hätte ich nicht gedacht. Na, wir haben sie ja erstmal nur gefunden. Ja, aber wir wissen doch schon mal, wo sie ist. Aber die machen bestimmt Stress. Die klingen schon so, also ich meine, wenn die alle weggesperrt wurden, weil die so ja so gefährlich sind, dann... Naja, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, finden wir ja raus. Auf in den Knast! So, Belsavis. Offiziell gilt Belsavis als dünn betitelte republikanische Welt mit arktischen Ebenen. Bemerkenswert sind einzig die seltenen tropischen Spalten im Eis, die von natürlich entstandenen geothermischen Quellen erwärmt werden und über eine überraschende Pflanzenvielfalt beherbergen. So, so. Ein Eisplanet mit tropischen Spalten. In Wahrheit ist Belsavis jedoch ein Hochsicherheitsgefängnis der Republik, dessen Existenz vor kurzem streng geheim war. Seit das Imperium jedoch dahinter kam, haben sich die Gerüchte in der galaktischen Unterwelt verbreitet. Das Gefängnis wird nun umkämpft und sowohl republikanische als auch imperiale Streitkräfte sind vor Ort. Na dann. Können wir uns mit den Imps schlagen. Ist das dieser komische Planet, wo dieses PvP war? Nein, das ist Illum. Ah, Illum, genau. Oh, jetzt versammeln sie sich mal wieder alle. Die Republik sagt, wir können nicht landen, bis sie Vaters Freigabe bestätigt haben. Ist schon gut, Nadia. Belsavis ist ihr Gefängnis und sie bestimmen die Regeln.
Wenn die Nötikons recht haben, wurden die Eshkar, unsere schlafende Armee, also hier eingesperrt. Als Olien Ember. Für ihre Verbrechen gegen andere Völker. Jedi, bitte seid euch dessen sicher! Ich werde versuchen, sie zu überreden. Aber die Eshkar müssen für sich selbst entscheiden. Unseren Koordinaten zufolge befindet sich das Gefängnis der Republik direkt über dem Rakata-Komplex. Das wirkt äußerst riskant. Es sei denn, Sie wissen nicht, dass der Rakata-Komplex sich dort befindet. Aber die Republik kennt doch diesen Planeten. Vielleicht kann uns jemand einen Fingerzeig geben. Die Republik könnte unvernünftig werden, angesichts alter, fremdartiger Krieger unter ihren Füßen. Oh, endlich! Jedi, da unten will jemand mit euch sprechen. Yay! Hallo? Hier spricht Assistentin Komi. Wir... Nein, Sie sichern immer noch diesen Block. Wir haben es hier mit einem groß angelegten Ausbruch und Unruhen zu tun. Senatsbeigabe hin oder her, wir können euch nicht helfen. Ich bin ein Jedi-Meister und auf der Suche nach etwas, das auf Belsavis zurückgelassen wurde. Vielleicht vor Hunderten von Jahren. Aber wir haben wirklich keine... Sprecht ihr von den Gewölben? Das Gefängnis hat begonnen, die alten Gewölbe an der Oberfläche instand zu setzen. Als das Imperium ein paar Türen aufsprengte, gingen die Aufstände los. Was? Versucht es mit dem Sekundärcode. Ich glaube, ihr braucht meinen Chef, Commander Jelland. Diese Gewölbe sind sein Steckenpferd. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Klingt nach Anarchie da unten. Ich suche Commander Jelland für euch. Er... Verdammt! Wir haben immer noch nicht unsere Ortungstürme. Die Ortungstürme zeigen den Standort unserer Ausweise, aber sie sind nach der ersten Stromabschaltung ausgefallen. Ich kann den Commander erst finden, wenn sie wieder eingeschaltet wurden. Und die Häftlinge um die Türme herum töten jeden, der versucht, sie zu reparieren. Ach ja, ey. Ich nehme mich der Sache an. Das kann in dieser Galaxis kann keiner irgendwas für sich regeln, habe ich das Gefühl. Ihr müsst nur einen Schalter umlegen, wenn ihr die Türme erreicht habt. Sobald die Türme eingeschaltet sind, kann ich Commander Jelland finden. Und wir... Tut mir leid, ich muss los. Danke. Wie bitte? Bist du fertig mit reden? Jetzt bin ich fertig gerade. Also, sie hat mir gesagt, ich muss hier die Türme da an den Start bringen. Also, was heißt hier, es kann keiner was für sich regeln. Man muss an dieser Stelle bitte mal sagen, das ist jetzt... nicht einfach ein ganz normaler Gefängnisaufstand, sondern auf Imperium-Seite ist es so, dass dieser ganze Jailbreak eingeleitet wurde, um die sogenannten Schreckensmeister zu befreien. Und die Schreckensmeister, die man dann wahrscheinlich letztendlich auch befreit, das machst du dann als Imperialer nicht mehr direkt mit, sind halt die Endbosse von einer Operation. Ah. Die Schreckensmeister sind halt sehr, sehr mächtige Sith, die halt vor ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten dort, quasi, ich sag jetzt mal, sichergestellt wurden. Und das Imperium hat sich gedacht, die können wir ja mal wieder rauslassen, um dann später festzustellen, naja, die rauszulassen war vielleicht doch nicht so eine dolle Idee, weil die Herrschaften hatten nämlich so richtig überhaupt gar keine Absicht, sich nochmal irgendwie zu unterwerfen, außer sich selber. Ja. Gibt es dann einen Daily-Planeten, der einem später begegnet, namentlich Oricon? Ein Daily-Planet? Zwei Operations. Kann man da nur täglich einmal drauf, oder was? Nee, Daily-Quests. Ach so. Genauso wie ein Teil von Belsavis, was man auch sieht, wenn du gleich runterportest, da gibt es nämlich Section X, wie auch ein Teil von Belsavis ein Daily-Gebiet ist für 50. Ja gut, da sind wir noch nicht. Das machen wir auch. Wir müssen uns erstmal wieder durch die Station hier... Oh, jetzt fahre ich schräg. Warum auch immer. Jetzt wieder gerade. Einfach durch, ne? Nicht mit den Typen hier labern. Nee, einfach durch. Und du solltest hier an dieser Stelle, ich sag's nur mal für Sachen, wo du gleich alleine reinlatschst, immer dran denken, Belsavis geht bis Level 46. Das heißt, du bist nicht auf Magen, du bist nicht über dem. Ach, das wird schon schief gehen. Ja, ja. Das befürchte ich auch, darum sage ich es dir. Ups.
So, Pack mal. Worauf schießen die? Gefangene. So, wo ist denn... Ach, hier ist schon direkt der erste Ortungsturm. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Pazifist bin? Jetzt müssen wir hier wieder durch die Gegend fahren, aber es sieht ganz nett hier aus. Also. Ja, hier ist, also man muss sagen, Belsavis ist eigentlich ein sehr schicker Planet. Wie Grami am Anfang schon gesagt hat, ist es eigentlich Mischung aus einem, aus, eigentlich ist es ein Eisplanet wie Hoth, aber dadurch, dass du halt vulkanische Tätigkeit hast, ne? Ups. Ja, also. Hier stehen ja welche rum. Ja. Alles wieder heil. Machen wir schnell den Verräter hier platt. Au, ich bin gestunt, der Arsch. Okay, ihr macht den Verräter und ich mach die Arbeit. Ne, und dadurch, dass man halt hier vulkanische Aktivitäten hat, hat man halt immer diese tropischen Inseln, die man hier hat. Ja, ist eigentlich ganz witzig. Und ansonsten, der Rest des Planeten ist alles Eis, oder wie? Ja, der Rest des Planeten ist Eis, das werden wir ein bisschen später auch durchaus feststellen, weil wir halt durch eisige Gebiete müssen. Aber ich mach das hier mal so ein bisschen mit kaputt, weil die Bonusquests sind für 15 Leute. Und das war's dann auch? Ja. Schon mal erwähnt, dass ich Pazifist bin? Ach ja, er mit seinem Pazifisten, ne? Ja. Das sagt er auch 20.000 Mal. Ja, es ist Terran. Terran wiederholt. Kann ich treu. Hier ist noch so ein Verräter. Ein furchtbarer Verräter. Irgendwo ist es immer. Haben wir jetzt gerade Pech. Und wo ist denn das Ding? Dahinter oder was? Ja, ja. Ich mach schon. Oh, ein Telefon.